Missing someone. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist dieses Video meine also zeige ich in diesem Video meine Weihnachtsgeschenke und vorab, ich werde keine Preise nennen und wer es wissen will, kann sich sehr suchen. Und als zweites bin ich einfach so unglaublich dankbar, dass ich noch Geschenke bekomme, weil ich kenne viele, die keine Geschenke mehr bekommen. Und ich glaube, für mich wäre es kein Weihnachten, wenn ich nicht jemandem Geschenke schenke und Geschenke bekomme, also so den Austausch zwischen Geschenken. Also ich glaube, das wäre dann kein Weihnachten mehr wirklich für mich, wenn wir als Familie uns nicht gegenseitig was schenken würden. Ich weiß nicht, ich glaube, jeder ist froh, wenn er Geschenke erhält und dementsprechend zu Weihnachten ist ja das Fest, wo man viele Päckchen unterm Baum haben möchte und ja, keine Ahnung. Irgendwie würde es mir fehlen, wenn ich keine Geschenke mehr bekommen würde und ich auch keine mehr welche machen würde. Ich glaube, wir reden nicht länger herum und ich habe wirklich zu viel für meine Geschenke ausgegeben. Ein Geschenk von meinen Eltern, I guess. Und zwar haben sie mir auch noch gesagt, eigentlich hätte das ein Disney-Schloss sein sollen, aber das wäre preislich viel, viel zu teuer gewesen. Es hätte 400 Euro gekostet angeblich und jetzt habe ich halt nur Paris bekommen. Und ich hoffe, diesen Urlaub, also diesen Sommer, komme ich nach Paris. Ach, ich möchte endlich ins Disneyland und zum Fällt mir echt nicht an. Zum Eiffelturm. Das war eben das erste Geschenk und ich finde es so schön. Das sind so die wichtigsten Wahrzeichen drauf. Auf jeden Fall ist die Champs-Élysées und der Eiffelturm da drauf und die anderen zeige ich euch mal. Ich hoffe, man kann es jetzt irgendwie lesen. Die Sachen sind da auf jeden Fall drauf und dann kommen wir zu einem Buch. Wieder mal. Colin Hoover. Again. Ja, ich sollte jetzt für dieses Jahr gut ausgestattet sein mit Büchern. Ich habe jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Bücher zum Lesen. Das sollte sich, glaube ich, bis nächstes Jahr Geburtstag wieder ausgehen. Und das ist das Zurück ins Leben geliebt. Ja, ich mag einfach die Bücher von Colin Hoover. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so voll mein Geschmack. Also ich habe noch nie so gerne ein Buch gelesen wie die. Genau. Dann zeige ich euch ein Geschenk, das eigentlich meinem Bruder gehört, aber er irgendwie nicht spielen will, weil es ihm zu schrecklich ist. Er schaut sich es auf YouTube an, aber ihm ist sie jetzt so schrecklich. Auf jeden Fall ist das das Little Nightmares 1 und 2. Es ist nicht für sein Alter, das ist klar. Aber wer spielt heutzutage Spiele, die für sein Alter sind? Dann habe ich ein Switch-Spiel bekommen und zwar ist das Hyrule Warriors. Und ich habe mir das Spiel anders vorgestellt. Das Spiel besteht einfach nur daraus, dass du die ganze Zeit kämpfst und ich weiß nicht. Irgendwie ist das nicht so meins, also die ganze Zeit zu kämpfen. Ich mochte das Breath of the Wild oder das, ich weiß nicht, wie es heißt, aber es ist auch sowas ähnliches. Auf jeden Fall ist das eigentlich nur so ein Kämpfspiel. Und es ist nicht so ganz meins. Aber ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Mal schauen. Dann habe ich ein Spiel bekommen, das ich schon länger haben wollte. Und zwar ist das Ratchet & Clank und Rift Apart.
Und das Spiel wollte ich schon seit es die PlayStation 5 gibt. Also ich hätte gerne die PS5 mit diesem Spiel gehabt, hat es leider nicht gegeben. Aber egal. Ich habe es auf jeden Fall jetzt zu Weihnachten bekommen, weil ich das halt unbedingt schon mal haben wollte. Und das werde ich auch jetzt gleich nach dem Video das erste Mal testen. Runtergeladen ist es schon. Ich freue mich so sehr. Dann lese ich ja zurzeit gerne Bücher. Und genau deshalb habe ich einen Kindle bekommen. Ich habe den Amazon Kindle bekommen. Das ist so eine magnetische Hülle sogar. Die ist aus Stoff und das ist ziemlich klein, ziemlich süß. Und zwar geht das dann an, wenn man die Folie aufmacht und der ist irgendwie noch kleiner innen. Mit dem kannst du eben über Amazon, also du hast da WLAN drauf, das ist schon mal das Beste. Und kannst dann über die Startseite so Kindles suchen. Ich kann mir nur Prime und Kindle Unlimited runterladen, die restlichen müsste ich kaufen. Aber auf jeden Fall habe ich vor, dass ich mir da von Colin Hoover ein paar Bücher kaufe, damit ich nicht die ganzen Papierformate herumstehen habe, sondern halt auch einfach nur auf dem lesen kann und nicht so viel Platz verbrauche, weil ich habe keinen Platz. Das hat mich auf jeden Fall auch total gefreut und ich habe auch schon mit dem gelesen und ich muss sagen, man hat halt nicht dieses Buchfeeling. Also ich überspringe schon zeitweise zwei Seiten, weil es beim Tippen zwei Seiten weiterspringt. Weil ich das erste nicht genommen habe, tippe ich immer zweimal und dann geht es immer zwei Seiten und jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich finde meine anderen zwei Ersatzakkus nicht mehr. Man sollte halt nicht allzu viel mit auf die Berufsschule nehmen. Ich überlege gerade, wo ich es reingeben habe. Eigentlich kann ich es nur in einer Jackentasche gegeben haben. Oder in meine normale Tasche. Egal, ich finde sie auf jeden Fall nicht. Jetzt habe ich wieder nur einen. Und meine Katze schmeißt mir gerade alles. Ich lade die eine Batterie jetzt mal auf und es geht mit Handy weiter. Dann habe ich einen Iron Man bekommen. Nein, also ich habe das Spiel für die PSVR bekommen. Und zwar Iron Man VR. Und warum ich das eigentlich bekommen habe, weil da zwei Motion Controller drinnen sind. Also ich spiele total gerne das Spiel Beat Saber, genau so heißt das, und ich glaube, das werde ich heute auch wieder spielen. Und ich habe meinen Freund seine zwei Motion Controller gestohlen, ausgeborgt, er hat es mir gegeben. Ich muss sagen, zu den Motion Controllern, die fühlen sich irgendwie smoother an, wie die, was ich von meinem Freund habe. Keine Ahnung wieso. Ich werde mir dafür auf jeden Fall noch eine Docking Station kaufen, weil dann stehen die nicht irgendwo blöd rum. Genau, endlich habe ich meine eigenen und muss nicht mehr teilen. Dann zeige ich euch ein paar kleine Schönheiten. Und zwar fangen wir mal mit dem Blauen an. Das ist so süß und so samtig. Da steht auch noch drauf, von wem es ist. Es ist Jewelry Palace. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Zwei Ringe drinnen. Ich habe die irgendwie wieder zurückgetan, weil irgendwie fehlt mir ein Sackerl. Und zwar sind das zwei so Ringe mit Maschall. Dann war da noch so ein... Ja, falls der Ring nicht gut passt, kann man das da drauf tun. Das hat mir meine Mutter auch schon mal gezeigt. Und dann sieht das halt so aus.
und durch das, dass das durchsichtig ist, sieht man das nicht so gut und kann einfach einen zu großen Ring passend machen. Dann kommen wir zu Ringen, die mein Freund mir, glaube ich, geschenkt hat. Und zwar ist das ein Kronenring. Den fand ich auch so süß. Der ist in Rose Gold. Ich glaube, das erkennt man jetzt nicht einmal so. Ich weiß nicht, er passt mir da oben, aber da mag ich ihn irgendwie nicht. Und er passt mir am Ringfinger. Finde ich auf jeden Fall auch voll schön, den Ring. Und dann kommen wir noch zu einem Ring, bevor ich die ganz große Packung aufmache. Und zwar ist das so ein Ring, den hatte ich schon mal. Der ist mir aber kaputt geworden und den habe ich dann jetzt noch einmal gekriegt. Man kann es nicht gut erkennen, aber das ist so ein Ring mit Blättern drauf. Und den fand ich auch mega, mega schön. Dann habe ich so Anxiety-Ringe. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und zwar sind das so Spinning-Ringe. Und zwar drehen die sich so. Ich glaube, man kann es erkennen, was ich meine. Die habe ich in vielen Variationen noch bekommen. Am schönsten finde ich den mit Glitzer und so ein kleinerer mit, ich tue den mal drauf, so ein kleinerer mit so Sternen und Monden. Und während der Arbeit kannst du die dann drehen und die sollen halt so beruhigen und ja, halt gegen Angst und mir fehlt gerade das Wort. Genau, dann habe ich eine Videokamera bekommen. Die muss ich noch austesten. Vor allen Dingen muss ich mal meinen Laptop finden, weil das gehört dann an den Laptop drauf. Aber ich weiß gerade überhaupt nicht, wo mein Laptop hin ist. Den habe ich irgendwie verschluckt verloren. 2K QHD Webcam. Und die sieht so aus. Also voll groß. Schauen wir mal, wo wir das hin tun. Dann habe ich ein Mikrofon. Wie nennt man das jetzt? Mikrofonschutz. Ja, man kann sehen, ich weiß nicht, wie das jetzt genau heißt. Mikrofonfilterschutz. Ich weiß, was es machen soll, ich weiß aber nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall ist das ein Zusatz zu dem, was ich euch jetzt zeige. Und zwar habe ich zu Weihnachten ein Desktop-Mikrofon bekommen. Ich würde gerne Let's Plays wieder öfters machen oder auch streamen auf Twitch und so weiter und so fort. Und das ist halt so das Starter-Set sozusagen dafür, dass ich damit anfangen kann. Das Mikrofon sieht so aus und zwar haben das die ein oder anderen schon auf Instagram gesehen. Ich freue mich. Also, das ist das Mikrofon und der Popschutz dazu. Ich habe überhaupt nicht gewusst, wie ich bei dem Teil die Spinne dran kriege. Ich weiß bis jetzt noch nicht. Ich habe es schon ein bisschen zerkratzt, das Mikrofon, muss ich sagen, weil wir einfach zu blöd waren, die Spinne da dran zu machen. Aber sie steht jetzt. Und passend dazu habe ich Kopfhörer. Und zwar sind das AKG Closed Back Headphones. Die sehen so aus. Die sind auch perfekt fürs Klavier wieder, weil da ist so ein Anstecker, den ich beim Klavier zum Beispiel auch habe oder sonst wo. Das sind die Kopfhörer. Und jetzt können wir starten. Ich finde die Geschenke dieses Jahr einfach wunderbar. Vor allem, weil ich weiß, dass sie nicht allzu teuer waren dieses Jahr. Dann habe ich einen Code bekommen für Animal Crossing. Und zwar kennen das schon sehr viele sicherlich. Das ist das Happy Home Paradise DLC. So. Und das habe ich auch schon
aufgeladen auf die Switch. Und das wird auf jeden Fall auch demnächst gespielt, weil ich freue mich schon so, die Sachen alle zu spielen. Und dann habe ich eine Festplatte bekommen, die kann ich euch leider überhaupt nicht zeigen. Das war eine Seagate-Festplatte, die steht gerade hinter der Kamera. Und zwar ist die für die PS5. Und dazu habe ich noch so ein USB-Kabel bekommen, weil meine Mutter nicht wusste, ob da eines dabei ist, habe ich jetzt noch eins bekommen. Kann ich als Reserve aufheben, wird man sicher immer irgendwann gebrauchen können. Dann kommen wir zu etwas, das ich gestern schon ausprobiert habe. Und zwar kann man es, glaube ich, schon lesen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich mich so darüber gefreut, das testen zu können. Und zwar ist das ein Hair Curler. Und da legst du einfach deine Haare rein und hast sie gewellt. Nicht gelockt, gewellt, genau. Und bei dem war auch noch ein Handschuh dabei, ein Kamm mit Haaren. Ich musste gestern schnell wieder zusammenpacken. Ein Kamm und ein paar Spangen. Ich habe mich auf jeden Fall gestern gefühlt wie beim Friseur. Ich weiß nicht. Ich möchte fremden Leuten würde ich nicht gerne die Haare machen müssen. Also zum Beispiel schneiden oder färben oder was weiß ich. Aber ich muss sagen, bei meiner Familie möchte ich es gern machen. Dann habe ich von Logitech ein Keyboard bekommen. Ich habe schon zwei Tastaturen, wie man erkennen kann an meinem anderen Video von, weiß ich nicht wie vielen Monaten. Aber das ist ein Logitech und zwar ist das mit Batterie und das hat halt voll smooth Tasten, also die drücken sich echt voll schön rein. Nicht so wie beim anderen, wo du drückst. Ich mag es auch, weil die Tasten rund sind und ich finde, da geht das Verbinden auch viel einfacher wie bei meinem anderen Keyboard. Ich mag es, weil die rosa ist, die geht viel besser verbinden. Und ich warte gerade nur auf den Angriff meiner Katze an mich. Genau. Irgendwas wollte ich darüber sagen, mir fällt es aber einfach überhaupt nicht ein. Auf jeden Fall habe ich eine Tastatur bekommen. Dann kommen wir zu dem letzten Geschenk und zwar ist das ein Controller für die Switch bzw. für die Switch Lite. Und zwar sehen die so aus, einmal in grün und einmal in blau, in Pastellfarben. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und die haben eben da hinten so, ich glaube man sieht's. Die sind halt, ich muss sagen, sie liegen viel, viel besser in der Hand. Aber sonst haben sie eigentlich genau das gleiche Feeling wie andere Controller. Und ich liebe die Farbe. Also finde ich mega, mega schön auf jeden Fall. Und zwar ist das der Boy hier. Das ist so ein Drehschminkorganizer. Und ja, über den habe ich mich auf jeden Fall total gefreut, weil ich wollte mir den selbst schon zweimal kaufen. Dass ich es gelassen habe, war auch auf jeden Fall besser. Außerdem wusste ich schon, Geburtstag, dass ich das kriege, durch einen blöden Zufall, sage ich jetzt mal. Da habe ich sogar schon ein paar Sachen reingestellt, aber ich glaube, ich werde das anders organisieren. Muss ich einfach schauen, ich habe das erst seit vorgestern. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und genau, es sind sehr viele Weihnachtsgeschenke. Wünsche ich euch einen schönen Freitag. Es müsste jetzt Silvester sein, wenn ich es schaffe, das Video so schnell hochzuladen. Wenn nicht, ist es eine Woche später. Genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes
Wochenende, ein schönes neues Jahr. 2022 wird viel besser. Nicht? Und dann hoffe ich, ihr gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen, wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist. Ich lasse die Hände jetzt unten. Ihr könnt gerne meinem Instagram auch folgen, wenn ihr wollt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!